Seit nun fast 2 Jahren kennen wir ihn als äußerst aktiven, zielstrebigen Vorsitzenden, der für Schlesien und die Landsmannschaft lebt. Er ist auch viel unterwegs, im Haus Schlesien, in der Bundesgeschäftsstelle. Er ist aber auch dort, um Gruppen zu begrüßen, Kontakte zu pflegen. Er führt Gespräche in Hannover, in Berlin und in Schlesien selbst. Und seit einem halben Jahr ist er auch stellvertretender Bundesvorsitzender des Bundes der Vertriebenen, BDV. Durch ihn, liebe Schlesier, sind wir jetzt wieder überall bestens vernetzt, wie man das heute ausdrückt. Ich bitte nun unseren Bundesvorsitzenden Stefan Raudut um sein Wort. Vielen Dank, lieber Gotthard, Herr Präsident, für deine freundliche Begrüßung, Herr Minister Pistorius, Herr Bundesbeauftragter, Herr Staatssekretär Koschek, liebe Frau Schröder-Köpf, liebe Margarete Ziegler-Raschdorf, meine lieben Ehrengäste, meine lieben Landsleute, liebe Freunde Schlesiens, gemeinsam für Schlesien, das ist das Motto, ich wiederhole es gerne noch einmal, des diesjährigen Treffens. Und wir haben großartige Gemeinschaft bereits erlebt die letzten Tage. Ich nehme nur Beispiele heraus. Die Rede eben war ein großartiges Erlebnis, Herr Minister Pistorius, einer guten Partnerschaft. Und dafür bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar. Ich glaube, da sind wir alle, unser Partner Niedersachsen, sehr, sehr dankbar. Danke, Herr Minister. Wir haben, danke Herrn Koschek und gestern dank unseres BDV-Präsidenten Fabricius hautnah erfahren dürfen, was für eine historische Rede Bundespräsident Gauck gestern in Berlin zum Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung gesprochen hat. Und ich denke, wir müssen da alle nochmal nachlesen und mehrfach nachlesen. Das war mit Sicherheit historisch. Herr Fabricius hat es gestern ausführlich in seinem Bericht 2 Stunden später unmittelbar hier vor uns gesprochen und ich glaube, das wird der ein oder andere auch nicht so schnell vergessen. Großartige Gemeinschaft haben wir auch erlebt gestern bei diesem wundervollen Heimatabend, wo hier richtig Stimmung herrschte mit den jungen Tanzgruppen aus Großmaßen, aus Oberschlesien, die standen eben hier mit auf der Bühne, mit den Trachtengruppen aus der gesamten Bundesrepublik, mit der Musik, die dargeboten wurde, mit der schlesischen Mundart. Wir haben gezeigt, dass schlesische Kultur durchaus lebendig ist und auch in heute angekommen ist. Sie ist nicht gestrig, sondern sie ist im Präsens, wie zu Recht das Zitat von Herbert Hupka gerade formuliert wurde. Wir sind zusammen vertriebene Schlesier, alte, junge, Freunde Schlesiens, die keine Wurzeln in Schlesien haben. Unsere Landsleute aus Oberschlesien, aus Großmaßdorf habe ich gerade erwähnt, und aus Waldenburg in Niederschlesien. Und die vielen Landsleute aus der Landsmannschaft der Oberschlesier, die nach Hannover gekommen sind, insbesondere herzlich willkommen auch von meiner Seite, lieber Klaus Blaschek. Danke, dass du da bist mit deiner lieben Frau. Das zeigt gemeinsam für Schlesien, dass wir auch zusammenwachsen werden. Und eines Tages wird es vielleicht einen europäischen Verband der Schlesier geben mit den Oberschlesiern und den Niederschlesiern und mit den Schlesiern in der Heimat zu Hause zusammen. Dazu gehören die Mitglieder der Landsmannschaft, unserer Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und Oberschlesien, die Mitglieder von Heimatgruppen, die noch keine Mitglieder unserer Landsmannschaft sind. Auch Sie haben mit Ihrer und Eurer Anwesenheit bezeugt, dass die Heimat und das Erbe Schlesiens wichtig ist, euch was wert ist und dass ihr es mit Begeisterung weitertragen wollt. Und damit das gelingt, braucht es eine starke Landsmannschaft Schlesien und jede von euch. Heute ist der Tag, sich für die Mitgliedschaft und das Engagement unserer Landsmannschaft zu entscheiden. Niemals, das wurde gerade schon erwähnt, darf in Vergessenheit geraten, was die Ursache für unser Engagement ist und für unsere Zusammenkünfte sind.
diesen Tagen vor 70 Jahren begann die Vertreibung der Schlesier. Sie war in diesen Tagen in vollem Gange. Menschen, die seit Generationen, seit Jahrhunderten das Land Schlesien geprägt hatten, wurden von heute auf morgen rechtlose und vogelfreie. Eine Rechtsgrundlage für dieses Verbrechen gab es nicht und konnte es nicht geben. Es gibt auch keine Rechtfertigung oder Entschuldigung für Vertreibung. Haus und Hof und alles, was darin war, wurde den Menschen genommen. Das wenige Gepäck, was sie bei sich hatten, wurde auf dem Weg vielfach noch geraubt. Hunderttausende wurden während Flucht und Vertreibung ermordet, erschlagen oder starben an Entkräftung während der Todesmärsche unter den fürchterlichen Qualen in den Konzentrationslagern, die eingerichtet wurden in Oberschlesien. Oder bei der Zwangsarbeit in Russland oder im Nachkriegspolen oder in den wochenlang fahrenden Fieberbaumzügen Richtung Westen, auch hier nach Niedersachsen. Ich hatte es gestern schon erwähnt, auch meine Urgroßeltern und weitere Familienangehörige gehören zu den Opfern. Wir wissen bis heute nicht genau, wie die Umstände ihres Todes waren und wo ihre sterblichen Überreste verschwanden. Keiner von uns vergisst die Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes, insbesondere gegenüber den ersten schlesischen Vertriebenen in unserem jüdischen Landsmann. Keiner vergisst das unsägliche Leid, die hohe Zahl der Opfer, die die Besetzung Polens durch das nationalsozialistische Deutschland über die polnische Bevölkerung brachte. Und gerade deshalb reichen wir deutschen Heimatvertriebenen unseren polnischen Nachbarn die Hände. Pauschale oder kollektive Schuldzuweisungen an das deutsche oder das polnische Volk sind Teil der Vergangenheit. Mehr und mehr. Zur Versöhnung gelangen wir durch Verständigung. Und ich bin sicher, die wird gelingen, weil wir heute als freie Völker nicht mehr gezwungen werden, das Unrecht unter den Teppich zu kehren und zu verharmlosen. Vertreibung ist und war Unrecht. Dieses Unrecht ist nicht geheilt, bloß weil es kaum noch Zeitzeugen gibt. Nicht durch das Verschweigen oder politische Korrektheit wird der Rechtsbruch der Vertreibung aus der Welt geschaffen. Nur durch gemeinsame bilaterale Anstrengungen, gemeinsamen Austausch und Verständigung. 10.000 Zehntausende, lassen Sie mich das sagen, 10.000 ehemalige Zwangsarbeiter aus Ostdeutschland warten noch darauf. Und deswegen sind wir dankbar, dass gestern uns Dr. Fabricius berichten konnte, dass die BDV-Bundesversammlung einhellig sich dafür ausgesprochen hat, mit den deutschen Zwangsarbeitern ähnlich zu verfahren wie mit allen anderen Zwangsarbeitern auch, um ihnen eine symbolische Entschädigung zukommen zu lassen. In Europa gibt es gute Beispiele, wie Menschen und Staaten sich um die Wiedergutmachung dieses Leides bemühen. Die Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben in Rumänien bekamen durch die rumänische Regierung eine symbolische Entschädigung für die Zeiten der Verschleppung und Zwangsarbeit. Serbien bot seinen deutschen Vertriebenen eine Entschädigung und sogar Rückgabe des Eigentums an. Ungarn hat einen eigenen nationalen Gedenktag für die vertriebenen Deutschen. Und vor wenigen Tagen hat die mährische Metropole Brünn in der Tschechischen Republik sich für die Gräueltaten an den vertriebenen Sowjetendeutschen entschuldigt und den Opfern des Todesmarsches aus Brünn gedacht. Diese Beispiele zeigen, Menschlichkeit, Moral, Anstand sind auch gegenüber den Heimatvertriebenen möglich. Werden gelebt in Europa. Durch meine Reisen nach Polen und Schlesien weiß ich durch viele Begegnungen mit den heutigen Bewohnern, Kommunalpolitikern, dass die polnische Gesellschaft mehrheitlich sich auch auf dem Weg der Verständigung und Versöhnung befindet. Bei den letzten Präsidentschaftswahlen, gerade im Wahlkampf in Polen, hat die nationalistische oder antideutsche Rhetorik keine Rolle mehr gespielt. Auch hier spielt unser Motto eine große Rolle. Gemeinsam für Schlesien. Wir sind davon überzeugt, dass Polen und Deutsche, deutsche Schlesier und die sich heute als Schlesier fühlenden Polen gemeinsam mehr und Besseres für die Verständigung in Europa leisten können als irgendjemand sonst. Besonders in einer Zeit,
der sich die Europäische Union und der europäische Einigungsprozess in einer Krise befindet, können Völker und Volksgruppen Europas am besten ermessen, welche Gefahren von einer Fehlentwicklung der Europäischen Union ausgehen. Nicht das polnische Volk und nicht das deutsche Volk als Ganzes waren es, die Verbrechen des 20. Jahrhunderts angezettelt haben. Vielmehr waren es die Völker Mitteleuropas, die über Jahrhunderte meist friedlich mit und nebeneinander gelebt und durch Handel und kulturellen Austausch voneinander profitiert haben. Dahin wollen wir zurück, sozusagen zurück in die Zukunft. Zentralistische, nationalistische, nationalsozialistische, kommunistische Regime waren es, die ihren Völkern den Hass eingeredet haben. Wenn wir die Lehren aus dem 20. Jahrhundert der Kriege und der Massenvertreibung und Massenmorde ziehen wollen, dann braucht es ein Europa der Volksgruppen, ein Europa der Regionen, ein Europa des Rechts, der Freiheit und Subsidiarität. Alle Tendenzen einer zentralistischen, bürokratischen Machtzusammenballung an einem Ort oder nur an wenigen Orten muss entgegengetreten werden. Ein Europa des Freiheits und der Rechts und der Subsidiarität bedeutet für uns Schlesier diesseits und jenseits der deutsch-polnischen Grenze, dass die deutsche Volksgruppe in Polen nicht nur rechtlich, sondern auch tatsächlich gestärkt werden muss. Die Identität der Menschen und Volksgruppen muss erhalten bleiben. Es gibt Fortschritte in Oberschlesien. Zweisprachige Ortstafeln sind dafür ein sichtbares Zeugnis, auch wenn die Hürden dafür noch aus unserer Sicht sehr hoch sind. Ich habe einen Traum, dass eines Tages in ganz Schlesien, in Nieder- und Oberschlesien zweisprachige Ortstafeln. Beispiel der Versöhnung dienen und kann vielen etwas geben, was das Verständnis für die gemeinsame Kulturlandschaft Schlesien fördert. Das könnte der Rückkehr zur berühmten schlesischen Toleranz sein. Es gibt auch Fortschritte im Bildungswesen. Es gibt bilinguale Schulen und Kindergärten. Doch es fehlen Kindergärten und Grundschulen mit muttersprachlichem Unterricht. Wir erfahren andere Minderheiten in Polen durch ihre Mutterländer weit mehr politische Unterstützung mit entsprechenden Erfolgen. Und unsere Erwartungshaltung gegenüber den Bundesregierungen ist auch ganz klar: bei bilateralen Gesprächen, bei runden Tischen müssen die Fortschritte der Förderung der deutschen Volksgruppe in jedem Gespräch auf der Tagesordnung stehen. Immer und immer wieder. Es hilft nicht, durch die gute deutsch-polnische Beziehung nur dadurch zu erreichen, indem man scheinbar schwierige Themen ausklammert. Gemeinsamen Europas muss konkreter werden. Wir brauchen mehr Schüler- und Studentenaustausch mit Schlesien. Zeitzeugen, die noch da sind, müssen einbezogen werden. Zeitzeugen, die die Vertreibung erlebt haben und Zeitzeugen aus Oberschlesien, die berichten können über die Zeit, in der es verboten war, die eigene Muttersprache zu sprechen, die eigene Kultur zu leben. Wir brauchen eine neue Schulbuchkommission, damit das Erbe Ostdeutschlands und Schlesiens dies und jenseits von Oder Neiße ins Bewusstsein zurückkehrt. Gemeinsame Lehrstühle für die Geschichte Schlesiens, seine Besiedlung und die Vertreibung seiner Bewohner können das gegenseitige Verständnis fördern. Nutzen Sie, meine Damen und Herren Politiker, unsere Erfahrungen und Kontakte mit Schlesien. Beziehen Sie uns ein. Europa geht nicht ohne uns. Noch praktischer, ich habe es gestern schon gesagt, aber es ist so verrückt. Ein Aufruf an die Verkehrspolitiker, die grenzüberschreitenden direkten Bahnverbindungen nach Schlesien sind beinahe alle gekappt. Von Berlin oder Dresden nach Breslau zu gelangen mit dem Zug, was früher ein Katzensprung war, mit dem fliegenden Schlesier von Berlin nach Breslau 2,5 Stunden vom schlesischen Bahnhof, der heute Ostbahnhof heißt. Heute ist es eine Tagesreise. Wir haben schlesischen Görlitz-West nach Görlitz-Ost, Görlitz
mit dem Taxi fahren wollte, wird aufgrund bürokratischer Hürden für die Taxifahrer beiderseits der Grenze keine Chance haben. Er muss zu Fuß über die Brücke oder ein neues Taxi nehmen. Verkehrswege, Planung und Bürokratie scheinen in der Europäischen Union nach den Grenzen der Nationalstaaten zu finden. Flächendeckender Mindestlohn und staatliche Vorschriften, die möglicherweise zu viel sind, verhindern Wettbewerb und erschweren das Zusammenwachsen in Europa und damit auch die Vertiefung und Zusammenarbeit der grenzüberschreitenden Region Schlesien. Die Landsmannschaft Schlesien ist Vorreiter in Sachen europäischer Integration. Landtagspräsident Bußemann hat vertrieben sogar den Friedensnobelpreis für den Friedensnobelpreis gestern vorgeschlagen. Das wäre für die Schlesier der 14. Friedensnobelpreis. Als Vorreiter der europäischen Integration betrachte ich uns, und wir können viel mehr Konkretes erreichen, wenn wir die Solidarität und Unterstützung unserer Landsleute im Westen haben. Die Vertiefung der deutsch-polnischen Beziehung durch uns und mit uns und allen nutzen. Mehr wirtschaftlicher Austausch baut Vorurteile ab, schafft Arbeitsplätze beiderseits der Grenze, hilft das kulturelle Erbe zu erhalten und wird dauerhaft dazu beitragen, den Frieden in Europa zu sichern. Das Interesse an einer schlesischen Identität ist bei den heutigen Bewohnern Schlesiens sehr groß. Während der vielen Begegnungen in Schlesien die letzten 2 Jahre konnte ich feststellen, es hat sich ein selbstbewusstes, regionales Schlesienbewusstsein bei den Polen entwickelt, welches sich vielfach dadurch auszeichnet, dass es keine Berührungsängste mit der Landsmannschaft Schlesien gibt. Und das mit dem regionalen Selbstbewusstsein ist natürlich besonders bemerkenswert, weil Polen ein sehr zentralistisch organisiertes Land ist. Von polnischen Kommunalpolitikern wurde ich in Niederschlesien mehrfach darauf angesprochen, wie wir denn gemeinsam das vorhandene deutsche Kulturerbe bis hin zu deutschen Kriegerdenkmalen retten können. Aus solchen Gesprächen erkenne ich, wir, die deutschen Schlesier, haben in Polen viele Verbündete für die Bewahrung und Weiterentwicklung unseres Kulturerbes. 2016, nächstes Jahr, wenn Breslau Kulturhauptstadt Europas sein wird, soll unsere Landsmannschaft Schlesien dabei sein. Das ist ein ausdrücklicher Wunsch aus der Stadtverwaltung Breslau und der Organisatoren der Kulturhauptstadt. Jeden einzelnen von Ihnen, Helfer, und wir brauchen Geld. Unsere Landsmannschaft muss einig sein und zusammenstehen. Nehmen wir das heutige Motto gemeinsam für Schlesien, nehmen wir es ernst. Keine Heimatkreisgemeinschaft, keine Ortsgemeinschaft, kein schlesischer Arbeitskreis oder sonstige Organisation, die sich mit Schlesien beschäftigt, sollte außerhalb unserer Landsmannschaft stehen. Wir müssen unsere Strukturen straffen. Aus einem Eichendorff-Gedicht ist der Satz: Wo ein Begeisterter steht, da ist der Gipfel der Welt. Und diese Begeisterung habe ich die letzten Tage hier gespürt. Und diese Begeisterung ist auch in die gemeinsame Arbeit der Bundesvorstand zurückgekehrt. Und den Unkelrufen und Binsenweisheiten zum Trotz, dass wir doch alle älter werden und weniger werden, und die Resignation mancher altgedienter Mitstreiter, dass sich bald niemand mehr für Schlesien und unser Schicksal interessiere, dem können wir gemeinsam stark entgegentreten. Die Landsmannschaft Schlesien hat eine Zukunft. Und diese Zukunft beginnt heute. Gestern während des Bundesmitarbeiterkongresses gab es sehr viele ermutigende Vorschläge, konstruktive Debatten darüber, wie wir die Strukturen unseres Verbandes reformieren können. Wir wollen starke Landesverbände, die damit auch Schwache mitnehmen können. Ein Zusammengehen von Landesverbänden, so ist das auch gestern diskutiert worden, wird zu neuen Impulsen in Regionen führen, wo heute die Verbandsstrukturen vielleicht schwach sind oder bereits zum Erliegen gekommen sind. So war gestern durchaus für viele vorstellbar, im neuen Landesverband Nord aus Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, ja, und vielleicht sogar aus Niedersachsen zu gründen. Auch ein Südwestverband, in dem Baden-Württemberg die verbliebenen Gruppen aus der Pfalz und dem Saarland mitnimmt, könnte alle stärken. Ebenso wie ein mitteldeutscher Landesverband mit Sachsen, Sachsen-Anhalt und Berlin-Brandenburg wurde.
gestanden. Auch ein künftiges Zusammengehen mit der Landsmannschaft der Oberschlesier ist nicht völlig unrealistisch. Lieber Klaus Plaschek, wir haben inzwischen sehr engen Draht zueinander. Gemeinsame Bundesvorstandssitzung, die Wiederaktivierung des ständigen Rats der ostdeutschen Landsmannschaft zeigen das. Und ich bin sicher, wir schaffen es gemeinsam irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft nach unserem Motto gemeinsam für Schlesien in straffere Strukturen helfen, eine schlagkräftige Landsmannschaft zu schaffen, denn unsere Aufgaben werden nicht kleiner, sie werden größer. In Schlesien ist heute eine der dynamischsten Regionen Mitteleuropas und Schlesien wird sich weiterentwickeln, ob mit oder ohne uns. Wir wollen es aber beeinflussen. Mein Ziel ist es, mit Ihnen und euch gemeinsam daran aktiv mitzuarbeiten. Dieser Antrieb stammt aus der Karte der Heimatvertriebenen von 1950. Wir werden jedes Beginnen, ich zitiere, wir werden jedes Beginnen mit allen Kräften unterstützen, dass auch die Schaffung eines geeinten Europas gerichtet ist, in dem die Völker ohne Furcht und Zwang leben können. Zitat Ende. Einmal. Heimat und Identität sind lebensnotwendig für ein Europa der Freiheit und des Rechts. Vor 10 Jahren lautete unser Motto zum Deutschlandtreffen: Schlesien in der Mitte Europas. Was damals noch ein wenig wie eine trotzige Vision klang, ist heute sichtbare Wirklichkeit. Schlesien lebt wieder. Schlesien lebt durch uns. Erzählen Sie es weiter. Machen Sie sich auf, gemeinsam mit unserer Landsmannschaft Schlesien. Schlesien, Glück auf!